Sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Vertreter des diplomatischen Korps, sehr geehrte Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, liebe Abgeordnete, sehr geehrter Landrat, Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, es ist seit Jahrzehnten ein fester Termin in unserem Kalender, dass wir in Zeithain gemeinsam der Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges gedenken und an die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers am 23. April 1945 erinnern. Wir haben es bereits schon gehört, im vergangenen Jahr konnten die Gedenkveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie auch nur im kleinen Kreis stattfinden. Und auch in diesem Jahr können wieder nur wenige Gäste hier persönlich vor Ort sein. Daher bin ich den Veranstaltern sehr, sehr dankbar, dass sie eine Online-Übertragung der heutigen Veranstaltung ermöglicht haben. Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen, die Sie persönlich oder eben auf virtuellem Weg nach Zeithain gekommen sind, um gemeinsam den Opfern die Ehre zu erweisen. Wir gedenken heute den Soldaten der Roten Armee und Kriegsgefangenen aus weiteren Nationen, die hier im Kriegsgefangenenlager Stalag 304 Zeithain der deutschen Wehrmacht in den Jahren 1941 bis 1945 regelrecht eingepfercht wurden. Die unmenschlichen Bedingungen vor Ort führten dazu, dass zwischen 25.000 und 30.000 sowjetische und mehr als 900 Kriegsgefangene aus anderen Ländern, davon waren mindestens 862 italienische Gefangene, hier in Zeithain ihr Leben verloren haben. Hinter jedem dieser Toten steht ein Schicksal, steht ein geliebter Mensch, auf dessen Rückkehr Familie und Freunde gehofft hatten. Keiner dieser Angehörigen sollte ihren Sohn, ihren Vater, ihren Ehemann oder guten Freund wiedersehen. Gerade deswegen ist es ein wichtiges Zeichen der Gedenkstättenarbeit, dass hier fast alle Toten aus ihrer Anonymität geholt werden konnten. Ja, ich bin davon sehr beeindruckt und auch zugleich tief bewegt, welchen Weg wir dafür im Freistaat Sachsen zurückgelegt haben. Von der systematischen Erfassung und Erforschung der Grablagen hier vor Ort, der Dokumentation vieler exemplarischer Einzelschicksale in der Gedenkstätte Ehrenhain-Zeithain und schließlich der namentlich gekennzeichneten Gestaltung von Grabsteinen. Ich durfte bereits als damalige Sozialministerin 2015 an der Aufstellung der Namensträger hier vor Ort mit dabei sein und ich erinnere mich noch sehr gut an die Begegnung mit dem damaligen russischen Botschafter Krinin und den diplomatischen Vertretern weiterer Staaten anlässlich der Einweihung dieser Gedenkstätte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Gedenken hier in Zeithain und in anderen deutschen Gedenkstätten geht immer einher, Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen. Verantwortung an einen monströsen, an ein unglaubliches Verbrechen, dem Massenmord an Menschen anderer Nationen und dem Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht im Zweiten Weltkrieg. Das Gedenken ist zugleich ein Bekenntnis von Deutschland zu seiner Verantwortung in der heutigen Welt. Das heißt, dass dieses Land zur Stabilisierung internationaler Friedensordnungen beitragen möchte, dass es die Verständigung mit den Nationen sucht, die vor rund 80 Jahren an der Niederringung des nationalsozialistischen Deutschlands beteiligt waren. Verantwortung in der Gegenwart bedeutet aber gleichzeitig, die ausgestreckte Hand im Geiste der Menschlichkeit zu zeigen und zu reichen. Für die Gedenkstättenarbeit in Zeithain heißt das, diese Hand den Angehörigen der hier verstorbenen Menschen zu reichen. Jenen Personen, die heute wissen möchten, wo Vater, Onkel oder Großvater ums Leben kamen und wo sie ihre ewige Ruhe gefunden haben. Ja, auch 76 Jahre nach der Befreiung des Lagers treffen immer noch Anfragen
nach Schicksalsklärungen von weit her hier in Zeithain ein. Das verdeutlicht, welchen hohen Stellenwert die humanitäre Komponente der Gedenkstättenarbeit auch heute einnimmt. Der Freistaat Sachsen würdigt die Arbeit der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain als eine der bedeutendsten Gedenkstätten in Deutschland in Bezug auf das furchtbare Schicksal der Kriegsgefangenen der Roten Armee. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Lernen aus der Geschichte bedeutet in der deutschen Erinnerungskultur, unser politisches Handeln stets auf ein neues, nach unseren Menschenrechten auszurichten. Denn die Gemeinschaft, in der wir alle leben wollen, wird nur dort gedeihen, wo die Würde des Einzelnen geachtet wird und die Solidarität gelebt wird.